Also dann sag ich, Spassl, ich weiß, es klingt jetzt unglaubwürdig, aber kaum bist du weg gewesen, ist mir auf einmal viel besser gegangen. Und in dem Moment hat dann der Mann ich Kopfig angerufen. Und, nein, vielleicht sag ich lieber ganz anders, vielleicht sag ich, Spassl, ob du das glaubst oder nicht, aber kaum bist du weg gewesen, ist mir gleich so schlecht gegangen, dass ich in meiner Not den Mann ich Kopfig hab anrufen müssen, ob er mir nicht aus der Apotheke was besorgen kann. Nein, das ist auch schlecht. Vielleicht. Oder dass ich sag, Spassl, es gibt Sachen im Leben, und besonders im Fasching, die, wenn man es nicht selber erlebt hat, dann glaubt man es selber fast nicht. Aber kaum hast du mich in meinem Zustand allein liegen lassen, kriege ich gleich eine solche Depression, dass ich mir denke, jetzt muss ich mit irgendeinem Menschen reden, und wenn es bloß der Mann ich Kopfig ist. Oje. Vielleicht sag ich was ganz anderes. Vielleicht warte erst einmal, was sie sagt. Ja, genau. So mache ich das. Oh Gott. Guten Morgen, Irmgard. Wie ist denn die Stimmung im Haus? Wo ist denn? Wer? Ja, Ihre Frau. Wo ist denn Ihre Frau? Meine Frau? Ja, und vom schönen Färber, der Porsche, wo ist denn der? Langsam. Der Reihe nach. Was ist los? Wer ist wo? Also der Porsche ist am Stiegelmeierplatz vorm Lippenbreitkeller in der Feuerweinwart auf dem Gehsteig. Den schleppen sie jetzt gerade ab. Ja, meine Frau? Wo ist meine Frau? Na, die war nicht drin. Bloß eine weiße Perücken war drin. Ja, die hätten wir da. Scheiß Perücken, wo meine Frau ist, möchte ich wissen. Reg dich nicht auf, die kommt schon wieder. Spätestens am Aschermittwoch. Oder willst du eine Suchanzeige aufgeben? Aber recht für sie noch das nicht, sag ich dir gleich. Irmgard. Sie nehmen jetzt das Foto da von meiner Frau und da haben sie eine Liste von allen Faschingsbällen gestern. Da gehen sie zu jedem einzelnen Portier. Oder noch besser, an die Garderobe und zeigen denen das Foto. Zuerst tun wir Fieber messen und dann tun wir essen. Oder noch besser, das Foto muss in alle Zeitungen. Sie nehmen jetzt das Foto, gehen zu allen Zeitungen. Jetzt tun wir erst einmal Fieber messen. Oder Irmgard, noch besser, Sie gehen gleich direkt zum Fernsehen mit dem Foto. Sie nehmen jetzt das Foto, gehen zum Fernsehen, sagen einen schönen Gruß und ich verlange, dass dieses Foto heute Abend in den Nachrichten gesendet wird. Mit folgendem Text. Bitte, Spassl, komm heim. Machen wir alles, aber zuerst tun wir mal Fieber messen. Denke, oh Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Gedenke, oh Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Gedenke, oh Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Gedenke, oh Mensch, dass du Staub bist. Fischers Fritze fischt frische Fische. Wo warst du? Ich weiß es nicht, Liebling. Du hast ja ein ganz anderes Kostüm. Ich weiß, Liebling. Wo hast denn das her? Das weiß ich nicht, Liebling. Du weißt, dass du 3,5 Tage verschwunden warst. So? Mit wem? Das weiß ich nicht, Liebling. So was gibt's doch nicht, Spatzl. Doch, Liebling. Ich weiß, das klingt sehr unglaubwürdig, aber du kennst mich doch. Wenn ich was trinke, da gibt es diesen Punkt bei mir. Da macht es einfach... Bumm.